Hallihallo aus dem Krankenlager. Ich habe jetzt wieder so halbwegs eine Stimme. Bin gerade unter die Dusche gehüpft und bin jetzt etwas erfrischter als vorher. Fühle mich wieder irgendwie 10 Kilo leichter und wohler in meiner Haut. Und ja, wollte mit euch gerne was teilen. Ich habe nämlich gerade, ich drehe euch mal um. Ja, ich habe nämlich gerade 15.000. Punkt angemalt auf meiner Reise. Das ist so cool. Das ist wirklich cool. Das hält einen nämlich immer wieder vor Augen, was man schon alles geschafft hat, ja. Nämlich den Weg, den ich schon gegangen bin auf dieser Incentive-Reise. Ich bin jetzt schon fast bei Level 1 angelangt. Das heißt, London gehört mir auf jeden Fall sicher. Ich habe mir aber am Anfang der Saison Level 2 vorgenommen, damit ich einfach mit aufs Schiff kann. Für alle, die es nicht wissen, die vielleicht neu auf meinem Kanal sind, man kann sich jetzt in der Herbst-Wintersaison, das ist ja die Hauptsaison von Sensi, kann man sich eine Reise, eine Luxusreise erarbeiten. Und dafür benötigt man eben eine gewisse Punktanzahl. Die ersten 18.000, das sind einfach Verkäufe und persönliche Aufstiege, die da dazu zählen. Auch einen Beständigkeitsbonus, also wenn man immer über 1.000 PAV-Punkte erreicht hat in 5 von 6 Monaten, dann kriegt man da auch noch einmal einen Beständigkeitsbonus. Und hier diese viereckigen Kästchen bedeuten, da braucht man Rekrutierungspunkte. Und für jedes Teammitglied, was einen Aufstieg gehabt hat, kriegt man 1.000 Rekrutierungspunkte. Ich stehe da jetzt bei 4.000 und wie ihr seht, braucht man hier 4.500 Rekrutierungspunkte. Also mir würden tatsächlich nur noch 500 Rekrutierungspunkte fehlen, um für Level 2 mich zu qualifizieren. Aber dafür brauche ich dann noch ein paar Verkäufe. Ein paar ist gut. Aber auch wenn der Weg noch so lang erscheint, ich schaue dennoch auf das, was ich bisher geschafft habe und bin stolz darauf und dankbar dafür. Und ja, wie sagt man bekanntlich, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich gebe die Hoffnung nicht auf, denn es kommt, wie es kommt, es kommt alles zu gegebener Zeit. Ich bin da im Vertrauen, dass ich am richtigen Weg bin und deswegen wollte ich das gerne mit euch teilen, weil ich das richtig toll finde und ich bin einfach dankbar und dann wollte ich euch auch noch ein Stück von meinem Vision Board zeigen, was ich mir für Ziele gesetzt habe, warum ich das Ganze hier mache. Und zwar, mein Traum war es schon immer, mein eigenes Haus zu haben, zu bauen, ein Grundstück zu kaufen, mein Haus der Wünsche zu bauen, das aus eigener Kraft zu schaffen. Und dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Und wie ich auch schon gezeigt habe in meinen Stories, es ist einfach toll, dass man das von der Couch aus machen kann mit freier Zeiteinteilung. Für den 30.09. habe ich mir den Starberater aufgeschrieben und dann habe ich auch tatsächlich geschafft, sogar mit weitaus mehr Punkten, als ich mir vorgenommen hatte. Das war richtig toll, da habe ich mich echt gefreut. Dann habe ich mir auch noch bis Ende des Jahres den Superstarberater vorgenommen. Bis Ende Mai möchte ich gerne Direktorin sein. Da habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich auf das Kreuzfahrtschiff möchte und diese Kreuzfahrt machen möchte nach Norwegen. Und ein großes Ziel, ein Langzeitziel, wenn ich 35 bin, möchte ich Sensi Vollzeit von zu Hause aus arbeiten können. Das ist für mich mein Endziel. Ja, das ist mein Ziel, mein großes Ziel, meine Vision, auf die ich hinarbeite und warum ich euch das zeige. Ich finde, das ist echt wichtig, wenn man ein Geschäft startet, ja, wenn man ein Geschäft aufbaut und man muss es halt wirklich als ernsthaftes Geschäft betrachten und immer wieder nach Wegen suchen, wie man sein Geschäft vorantreiben kann, ist es unerlässlich, dass man sich einfach Ziele steckt, greifbare Ziele, so wie hier ein Etappenziel, noch ein Etappenziel. Das sind so Meilensteine, ja, so, dass man weiß, okay, das ist jetzt mein nächster Schritt, das gilt zu erreichen und dann aber auch ein langfristiges Ziel vor Augen zu haben, damit man weiß, warum es sich lohnt, diese Etappenziele zu gehen und auch ein großes Ganzes zu haben. Und
Ich bin heute einfach wirklich sehr in der Dankbarkeit für das, was ich bislang erreicht habe und möchte mir das gerne vor Augen halten, positiv nach vorne schauen. Und auch wenn sich ein Level 2 nicht ausgehen sollte, bin ich dankbar dafür, was ich bislang geschafft habe. Und das wollte ich euch gerne zeigen, mit euch teilen und etwas von meiner Dankbarkeit und meiner Energie einfach mitgeben, dass mit einem Willen und harter Arbeit einfach wirklich alles möglich ist. Und davon bin ich wirklich fest überzeugt. Und mein Traum war es schon immer, mein eigener Boss zu sein. Und ich bin froh, dass mich mein Weg bislang hierher geführt hat. Ich habe einfach diese innere Sicherheit, dass das mein Weg ist. Und deswegen teile ich das mit euch. Vielleicht ist das auch ein Teil von dir, wo du noch gar nicht weißt, dass das vielleicht auch Teil deines Weges ist. Und deswegen lass einfach mal das sacken und geh in dich. Stell mir gerne ein paar Fragen zur Beratertätigkeit. Vielleicht ist es auch genau dein Weg.